Was ich unwahrscheinlich gut finde an diesem Spiel. Aua. Nicht, dass ich jetzt gerade getroffen werde, sondern... Unzählige Alpha sind durch seine Klingen gefallen. Meine Freunde, meine Kameraden. Selbst seine besiegte Leiche zu sehen, lindert meinen Zorn nicht. Alle Tuata werden für ihre Barbarei bezahlen. Ich danke euch, Held. Ich werde mit der Kunde des Ablebens des Hexenritters zur Alpha-Armee zurückkehren. Ja, aber übertreibt das nicht, ne? Bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. So, Goldmünzen, die Dolche lassen wir mal hier. Dämonenhörner. Was ist das? Was macht das? Ach, das macht, ja, aber so doll finde ich die jetzt nicht. Und Klerams Zepter, so heißt das. 53 Feuerschaden, Verbrennungsschaden, bla bla bla, Leben rauben, Mana rauben. Ja, finde ich jetzt auch nicht so spannend. Was hast du? Noch eine Schadensverstärkung, du hast gar nichts. Da haben wir noch eine Truhe, das könnte mal ganz interessant sein. Atropos und Veshani. Was machen die? Sehr schnell, 35 Körperschaden, ja. Und der Rest ist auch nicht so interessant. Was haben wir hier sonst noch? Hier ist nix. Ist aber schon schön eingerichtet, ne? Gut, da oben Staub wischen und so, das ist wahrscheinlich nicht so angenehm. Aber es ist ja eigentlich so wie immer, wenn du dir leisten kannst, so einen Prachtbau zu bauen, dann kannst du auch das Personal leisten, um den sauber zu halten. Diesen Prachtbau. Deswegen musst du dir dann ja eigentlich keine Gedanken darüber machen. Ich werde hier mal nach links gehen. Also nicht hier nach links, sondern hier weiter geradeaus. Weil irgendwo müssten ja noch Gegner sein, die wir noch nicht gesehen haben. Ach so, wenn wir hier wahrscheinlich nicht rechts abgebogen, dann sind wir ja durch Zufall gleich richtig abgebogen. Das ist ja cool. Dann gehen wir nämlich jetzt einmal hier lang. Sozusagen links vom Eingang. Und da unten sind offensichtlich auch Jotun. Hinter einer Tür. Jo. Gucken, ob keiner zurückguckt. So, sehr schön. Das war der. Ich guck mal hier gleich, wie das mit den nächsten aussieht. Da ist einer. Und da sind zwei. Die kann ich ja mal anlocken. Kann ich nämlich mir hier so einen Rückzugsort Na, komm schon. Mitten im Schlag ist er gestorben. Au, Samann. Ist noch dieser alte Kronleuchter da im Weg. Au, Samann. Ah, das ist gar kein Kronleuchter, das ist so ein alter Käfig, den man oben an der Wand hängen kann. Ja, einen dicken Bauch. Oh. Irgendwo gegenhauen ist, glaube ich, nicht so die beste Idee. Da kann man ja auch mal was kaputt machen, ne? Hast du was? Nee, du hast nichts. Die haben auch alle nichts. Ja, ist jetzt kein Kronleuchter, sondern doch wirklich
so ein Käfig für Gefangene, die man gerne weiter oben lagert. Falls, ja, sonst die Verliese schon mal voll sind, dann kann man da welche auf Lager hängen. Guten Tag. So, dann wollen wir mal hier ein bisschen dafür sorgen, dass sie noch ein bisschen mehr Schaden nehmen. Wo sind denn die anderen? Wieso kommen die denn nicht hinterher? Ach, trauen sich nicht die Herren, wa? Außer Mann. Das muss aber nicht sein. Au. Wieso haut er eigentlich durch den anderen durch? Warum geht sowas? Okay, wenn wir beide gleichzeitig hauen, dann ziehe ich natürlich den kürzeren. Aber wenn ich immer so peu à peu dem was mit dem Schwert so ein bisschen beibiege, dann kann das schon mal funktionieren. Mit einem Dietrich. Probieren wir es mal da. Und es geht gleich butterweich durch. Das gibt's doch nicht. Das ist ja wie Weihnachten. Was haben wir hier noch? Hier haben wir sonst nichts. Hier ist nochmal eine Truhe. Verruchte Dolche. Sind die verrucht? 32 Körperschaden, Durchbohrungsschaden, Blutungsschaden, Giftschaden. Ja. Und Gers Kyras. 20 Blitzschaden. Nee, ach komm. Das machen wir nicht. Hier haben wir wahrscheinlich auch noch eine Truhe. Nee, hier ist keine Truhe. Ich dachte, das hätte da so schön gepasst. Hier müssen wir lang. Durch den Haufen Fleischklöpse dadurch. Guten Tag. Sind hier irgendwo noch Gegner? Vielleicht ein paar Jotun? Ihr kleinen Süßen. Er kriegt ja seine eigene Animation. Haha. Oh, Samann. So, da kommt der nächste auch schon. Ah, Mist. Ah, hat er mich erwischt. Au, Samann. Ja, zweimal trifft er mich da auch glatt. Jetzt haben wir ihn. Was? Ist zerstört? Das gibt's ja wohl nicht. Das ist ja wohl eine Frechheit. Gegenstände, Reparaturkits, nutzen, reparieren.
Siehst du, da mache ich jetzt mal ein schönes Schwert an dem kaputt. Ist ja wohl eine Frechheit, ne? Aber da kann ich was schmieden. Was schmiedenisieren. Herstellen, zerlegen. Was haben wir hier noch? Ist hier noch was zu holen? Nö. Komisch. Ach, hier ist eine. Ach, die steht da nur zur Zierde rum. Ja, sehr schön. Das ist ja wohl eine Frechheit. Denkst du noch, was Wunder, was passiert da? Und dann ist es nicht mal eine vernünftige... Oh, das geht nicht. Das geht auch nicht. Das... Nein! Ach, Mist! Das war doch schon fast. Auf den letzten Millimeter oder auf den letzten Pixel da nochmal hier zicken machen, ne? Das habe ich gern. Wo komme ich denn jetzt hier raus? Da muss ich raus. Da haben wir die Tür auf. Und dann sollten wir da wieder am Anfang rauskommen? Nee, offensichtlich nicht. Wo kommen wir denn jetzt hier raus? Meine Güte, meine Güte. Was ist das für ein riesiges Verlies? Ach nee, wir kommen doch da raus. Okay. Hier müsste ja wieder der Eingang sein. Ja, genau, ich erinnere mich. Sehr schön. So, dann haben wir wieder ein komplett heiles Schwert, aber dafür auch ein Reparaturkit weniger. So, und hier konnte man jetzt runterspringen. Habe ich das richtig verstanden? Aber hier gibt auch nichts zu holen. Und hier unten liegen auch nur ein paar alte Tuata tot rum. So, was haben wir denn hier noch? Nee, Quatsch, hier will ich gar nicht hin. Ich will einmal die Karte. Achso, da unten sind Böbel. Den Ring abgeben und noch ein Prismäre-Schrein zerstören. Das machen wir doch mal als erstes. Und ich komme, ich glaube, wir gehen mal hier lang. Da kommen wir bestimmt irgendwo an, wo es gut tut. Da haben wir auf jeden Fall Glutaugen. Das tut auf jeden Fall schon mal gut. Ach, wo wollt ihr denn jetzt herkommen? Oh, jetzt habe ich da vorbeigeschossen. Ah, Mist. Dann gehe ich da doch nicht lang. Die sind ja voll nervig. Ich springe mal lieber hier runter. Was keine gute Idee ist, weil ich nicht weiß, was hier unten ist. Achso, da ist nichts. Was ist hier? Da unten sind noch ein paar Münsterchens. Aber das ist ja schon mal eher so in die Richtung. Ach, diese Priester finde ich nicht so nett. Sehr leicht. Ja, das sollten wir doch mal schaffen, ne? Das ist ein bisschen... Nee, das ist so. Nee, das ist auch so. Eigentlich war das schon ganz gut hier so. Ja, das öffnet sich auch zur falschen Seite. Wer hat das denn aufgebaut? Beziehungsweise hingestellt. Guten Tag. Ja, drei kriege ich hin, ne? Au, sag mal, ich habe dir gerade den Arsch weggeblitzt. Geblitzdings. Au, sag mal, zu dritt seid ihr aber auch die drei Stooges, ne? Au, sag mal. So, jetzt wird mal hier nicht mehr gegen angequatscht, sondern es wird einfach mal gestorben. So wie sich das gehört. Da ist eine Truhe. Die will ich schwer. Schwer wird ja schwer, ne? Ah, Mist, da war gleich von Anfang an. Wirkte es schon so.
Das wirkt auch noch ein bisschen knapp. Das hier wirkt aber gut. Ja. Ein paar alte Schuhe und eine Blume. Fährtenlesertrank. Da ist nochmal eine Truhe. Ach, die ist nur mittel. Ja, also... Was? Was? Prismäre Dietrich. Schockendes Langschwert? Oh, was heißt das denn? 76, das nehmen wir mal an uns. Und königliches Langschwert? Das hat 63, das nehmen wir auch mal an uns. Hey, alles voll. So, Waffen. Primäre. Guck mal hier. Haldebiers Klinge. 72 Schaden. 63. Was ist denn mit diesem Höllenfluch? Ich dachte irgendwie, das ist noch irgendwie wichtig oder sowas. Aber offensichtlich nicht. Ja. Schockendes Langschwert. Haldebiers Klinge will ich auch irgendwie nicht weggeben, weil das fand ich eigentlich ganz niedlich. Ah komm, Primäre. Und dann, guck mal hier, das sammelnde Langschwert. Das macht ja 72, 63, 41. Komm mal hier, das machen wir mal zu Plunder. So, hier Plunder und da alles zerstören. Guck, 544 Gold kriegen wir da noch für. Und dann nehmen wir das hier nochmal an uns. Und dann haben wir ja auch ein paar Schwerter. Oh, auch eine Truhe. Die geht auch zur anderen Seite auf. Mit einer Magierrüstung drin. Und hier haben wir einmal Lootaugen. Da haben wir auch nochmal Lootaugen. Hier können wir auch nochmal Loot erblicken. Und... Ach ja, du bist ja der. Bei dir können wir noch irgendwas lernen, aber ich weiß nicht was. Muss ich oben lang oder muss ich links lang? Ich muss links lang. Also links im Sinne von westlich so grob. Ja. Das ist ja hier die Jotun. Haha. Ja, er schießt schon vorbei. Außer Mann, ich bin noch aus dem Weg gesprungen. Genau. Haltet euch mal einen Kopf, mach mal Facepalm. Na gut, okay, da muss ich aus dem Weg gehen. Das muss ich selbst als unerfahrener Abenteurer wissen. Okay, da kann ich natürlich nichts gegen ausrichten, wenn die dann auch noch... Wenn die dann auch noch zurückschlagen, dann klar, da bin ich machtlos. Wäre natürlich viel einfacher, wenn sie sich nicht rühren würden, aber denen das klar zu machen, wird, glaube ich, dann nochmal eine Ecke schwieriger sein. Was haben wir hier noch? Oh, guck mal hier, das ist richtig Wasser mit Sumpf. Da lauern bestimmt die alten Flusskrokodile drin. Mittel müssten wir doch eigentlich mal hinkriegen. Zum Ende ging es etwas schwieriger. So. Gemme des Gemetzels. Ach, 5 Sekunden lang 20 Blutungsschaden. Da frage ich mich immer, sind das dann 20 pro Sekunde, also 5 mal 20, oder sind das 20 Schaden auf 50, wo muss ich denn jetzt hier hin? Auf 50, nee, auf 5 Sekunden verteilt, also jede Sekunde 4. Da unten muss ich hin, also ich muss Richtung Süden. Richtung Süden ist es auch immer schön. Ach, guck mal hier, das sind so Glitzerflocken, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Nein, was ist das denn jetzt? Ach, nö.
Au, sag mal. Ey, sag mal, willst du mich jetzt verarschen? Ja, voll mal den Headbutt hier gegeben. Hör mich mal auf, mit deinem Schwanz zu schlagen. So eine Frechheit. Ah, der kriegt mich jedes Mal. Ah, ich dachte, er macht jetzt die Handgeschichte da. Genau die. Du kleines Nervbolzentier, du.